Die Entwicklung des Ölpreises glich dieses Jahr eher einer Achterbahnfahrt. Christian Köker, was steckt hinter dieser fast schon erratisch wirkenden Kursentwicklung beim Öl? Ja, so um das Ganze mal einzuordnen, wir haben tatsächlich in diesem Jahr Tiefskurse bei 27 Dollar gehabt, zwischenzeitliche Hochkurse bei 54 Dollar für die Sorte Brent. Das heißt, wir hatten annähernd eine Verdopplung. Alleine jetzt der August, nachdem es dann nochmal runtergegangen ist, hat uns einen Anstieg von 20% beschert. Also da ging es wirklich in ganz dramatischen Berg- und Talfahrten hin und her. Was sind die Gründe? Ja, zum einen muss man vielleicht ein bisschen auch in die Vergangenheit gucken. Wir hatten einen extremen Kursrutsch beim Öl. Vielleicht war das auch einfach salopp gesagt überverkauft. Ja. Vielleicht waren die Aussichten zu negativ, ja, was die Weltwirtschaft auch angeht. Und jetzt ganz zuletzt muss man eben sagen, was den Ölpreis jetzt zuletzt so stark angetrieben hat, das waren eben insbesondere die Spekulationen darüber, dass die OPEC-Staaten und Russland sich möglicherweise Ende September auf eine Begrenzung der Kapazitäten, also der Fördermenge einigen, was natürlich zu einer künstlichen Verknappung führen würde und positiv für den Ölpreis dann sich auswirken könnte. Und das haben jetzt natürlich einige zu dem Anlass genommen, spekulative Long-Positionen einzugehen. Das hat jetzt diesen ganz starken Anstieg hervorgebracht. Ja, das ist schon ungewöhnlich, wie es hier hochgeht. Sieht fast aus, als könnte es bald eine fertige Schulterkopf-Schulter-Formation sein. Oder bleibt uns die Unruhe weiter erhalten in diesem Jahr? Ja, man muss es vielleicht sogar präzisieren. Es wäre in diesem Fall eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, was eigentlich für die Long-Anleger eine gute Sache wäre. Denn wir haben hier eben hier oben, sage ich mal, einen Punkt und hier nochmal einen Punkt und hier nochmal einen Punkt, wo man sagt, naja, vielleicht sind das eben diese drei markanten Punkte der Schulterkopf-Schulter-Formation. Zuletzt hatten wir eben ja hier diesen Rückgang, der das Ganze so ein bisschen in Frage gestellt hat. Und um das zu vervollständigen, diese Formation, müssten wir schon die Bereiche von 51, 53, 55 Dollar nach oben überschreiten. Ja, das heißt, wir müssten über diese Hochpunkte, ja, die Nackenlinie nennt man das, hinauslaufen. Dann haben wir wirklich ein gutes Potenzial nochmal für einige Dollar bis hin zum Vorjahreshoch, dass man sagen kann, wenn das komplettiert wird, dann haben wir wirklich aus technischer Sicht nochmal einen schönen Rückenwind für den Ölpreis. Aber man muss insbesondere dann auch mal von der fundamentalen Seite kommen und gucken, was passiert jetzt Ende September. Da hängen jetzt sicherlich auch die Marktteilnehmer an den Kommentaren von den energiepolitischen Sprechern der jeweiligen Förderländer. Ja, und wie schnell sich der Ölpreis in die eine oder andere Richtung bewegen kann, das haben wir eben gerade hier in den letzten Wochen sehen können. Also da wäre diese Begrenzung 52 bis 54 auch relativ möglicherweise schnell überschritten. Wenn ich darauf setzen will, dass der Markt weiter steigt und die alten Höchststände vom nächsten Jahr sieht, wie kann ich das beim Öl denn überhaupt machen? Also Öl ist erstmal zwar ein sehr spannender Basiswert, aber man muss sich auch mit ein paar Besonderheiten mal auseinandersetzen als Anleger. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Allgemeinheit das tut, dann kann man eben sagen, dadurch, dass es eben Future-Kontrakt ist, hier wird nichts physisch gehandelt. Das heißt, ich handle das über Future-Kontrakte und viele Anleger nutzen dann eben Hebelprodukte wie zum Beispiel Turbo-Optionsscheine, aber auch Faktorzertifikate, um eben auf die Kursentwicklung in die eine, aber auch in die andere Richtung setzen zu können. Also hier kann man quasi gleichberechtigt den Anstieg als auch den Abschwung versuchen zu bespielen. Und da sehen wir eben stark, dass eben Turbo-Optionsscheine mit einer teilweise dann eben auch unbegrenzten Laufzeit das Mittel der Wahl sind. Ja, so ein Future selber zu kaufen, das ist schon für den Normalanleger nicht oder auch normalen Trader nicht unbedingt die erste Wahl, weil man kann auch mehr verlieren, als man investiert. Der Turbo-Optionsschein ermöglicht zumindest, dass man nur das verliert, was man investiert. Aber um nochmal zu verstehen, wie das miteinander verknüpft ist, der Turbo-Optionsschein, den ich auf Öl kaufe, auf was setzt der genau? Also wir haben eben im Future-Bereich oder im Ölbereich eben die Besonderheit, dass ich immer den Ölpreis sozusagen ausdrücke durch den nächstfälligen Future. Man muss sich das so vorstellen, dass jeden Monat ein solcher Kontrakt fällig wird. Und aktuell, auch wenn wir jetzt im August sind, ist der nächstfällige Kontrakt eben der Oktoberkontrakt. Und letztendlich ist es also so, dass ich mir gerade angucke, wie ist der Oktoberkontrakt für den Ölpreis bepreist. Das heißt, ich setze jetzt darauf, auf diesen aktuellen Kontrakt. Und irgendwann wird es diesen Kontrakt nicht mehr geben. Konkret nämlich dann Ende August wird er gerollt, wie der Fachmann sagt, in den dann nächstfälligen Kontrakt. Das wäre dann der Novemberkontrakt. Und das ist eben die Besonderheit, dass ich jeden Monat einen anderen Kontrakt habe, der meinem Ölinvestment zugrunde liegt. Pauschal sagt man, ich setze auf Öl, meint damit aber in der Regel, dass man auf den aktuellen, auf den nächstfälligen Öl-Future-Kontrakt setzt. Und irgendwann kommt dann eben der Punkt, an dem der nicht mehr existiert. Und dann werden diese Produkte, die sich auf diese Ölpreise beziehen, auf den nächstfälligen Kontrakt angepasst, sodass der Anleger das ganz bequem hat, sage ich mal. Er muss sich um nichts kümmern. Er ist also auch in der Lage, mit einem Produkt eine langfristige oder mittelfristige Ölanlage zu tätigen. Da könnte ich ein Schnippchen schlagen und einfach mal mir Folgendes angucken. Wenn ich nämlich sehe, dass wir haben ja mal ein paar Terminkontrakte,
auf Oktober 16, den Sie gerade schon genannt haben, Dezember dieses Jahres, Juni und Dezember nächsten Jahres, die sind zum jetzigen Zeitpunkt, beziehungsweise genau war es hier am 23.08. 17.20 Uhr, sehr unterschiedlich bepreist gewesen, mit einem Unterschied von über 4 Dollar. Kann ich doch sagen, ja wunderbar. Da ist ja die Kurssteigerung bei meinem Turbo-Optionsschein schon gleich integriert. Ist doch eigentlich bestens. Ja, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Und meistens ist es dann auch so, wenn etwas zu schön, um wahr zu sein scheint, dann ist es das auch meistens. Was Anleger ganz klar sehen müssen, es gibt also nicht nur den Ölpreis, sondern es gibt den Ölpreis für unterschiedliche Kontrakte. Das heißt, wenn ich jetzt von dem Ölpreis spreche, dann meine ich eben immer den aktuell fälligen. Der steht eben bei knapp unter 50 Dollar momentan. Wenn ich jetzt langfristig im Ölpreis mich engagieren möchte, weil ich positiv gestimmt bin, dann muss ich eben meine Erwartung zum Ölpreis als Anleger mit diesen Future-Kontrakten, die in der Zukunft fällig werden, auch abgleichen. Das heißt, bin ich jetzt bei 50 und ich glaube, der Ölpreis wird steigen, dann muss er letztendlich stärker steigen, als dass die Markterwartungen der anderen Teilnehmer am Markt bereits abbilden. Das heißt, für Juni 17, also für in einem Dreivierteljahr, bedeutet das, ich muss also über 52,86 Dollar steigen, damit ich überhaupt damit einen Erfolg habe mit meinem Investment, weil dieser Preis in der Zukunft wird sozusagen schon erwartet, schon gehandelt. Und das heißt, es muss darüber hinausgehen, damit ich damit auch Spaß habe mit meinem Investment. Ja, weil dahinter steckt wahrscheinlich bei jedem Auslaufen der vorherigen Kontrakte, muss ja in den nächsten Kontrakt gewechselt werden. Und dann muss natürlich die Differenz schon bezahlt werden. Also ganz genau. Wenn ich das jetzt heute habe mit 49 Dollar, kann ich eben nicht den nächsten Kontrakt komplett kaufen. Da muss ich sozusagen noch was dazu buttern. Und diese Differenz verliere ich im Grunde genommen. Deswegen muss ich eben auch einen gewissen Anstieg schon haben in der Zukunft, um überhaupt in die Gewinnzone zu kommen. Ist das den meisten Tradern wirklich so klar? Also ich glaube, mittlerweile ist das schon vielen bewusst, weil natürlich auch diese Produkte schon sehr, sehr lange am Markt erprobt sind und bewährt sind. Aber klar ist, dass man schon auch sehen muss, dass ein Enttäuschungspotenzial da ist, wenn man sagt, ich habe eigentlich die richtige Richtung vorhergesagt. Ja? Es ist doch gestiegen, mein lieber Herr, aber es ist vielleicht dann nicht genug gestiegen. Ich meine, wir reden jetzt nicht über dramatische Differenzen, also diese Kurve, wie man das auch dann nennt, die war schon mal steiler, also dass in der Zukunft noch höhere Preisanstiege erwartet wurden, aber man sollte sich eben darüber auch informieren. Man kann gerne auch mal bei den Emittenten anrufen, sich das Ganze nochmal erklären lassen oder auch, wie es hier ist im Internet, auf den Terminbörsen eben auch sich diese Preise anschauen, damit ich eben auch weiß, passt diese Erwartung, die der Terminmarkt hat, auch zu meiner eigenen Erwartung, glaube ich, dass da eben mehr drin ist. Sonst muss man eben sagen, man kann sich das gut erklären lassen, aber man kann eben nicht davon ausgehen, dass es schon jeder weiß, aber es kann jedem gut erklärt werden. Also nicht ganz so einfach, dieser Zusammenhang zwischen Ölterminmarkt und den Turbozertifikaten auf diese jeweiligen Terminkontrakte. Da muss man schon genau gucken, wie die Bedingungen sind. Und man muss eben auch diese Forward-Kurve der zukünftigen Future-Preise im Blick haben. Wo kann man sich da informieren? Ja, also zum einen kann man eben auf der Seite von der Terminbörse, das ist THEICE, ja, also THEICE geschrieben, im Internet einfach mal googeln, dann kann man sich eben die zukünftigen Preise anschauen. Und ansonsten muss man natürlich sagen, auch jede normale Internetseite, die Informationsportale im Internet, Finanzinformationsportale, werden auch die zukünftigen Future-Kontrakte sicherlich schon darstellen. Das ist aber insbesondere nur wichtig für die Anleger, um das auch noch mal ein bisschen zu relativieren, die einen sehr langen Anlagehorizont haben. Ja, wir haben hier Kontrakte bis Ende nächsten Jahres dargestellt. Die meisten Anleger, das haben wir im vorangegangenen Chart gesehen, versuchen eben die kurzfristige Entwicklung auf Sicht von mehreren Tagen und wenigen Wochen zu bespielen. Für die ist dieser Sachverhalt dann vielleicht nicht ganz so kriegsentscheidend. Wenn ich aber sage, ich habe eine ganz langfristige Investmentidee, dann kann ich das mit einem sogenannten Open-End-Turbo-Optionschein gut umsetzen, weil er eben eine theoretisch unbegrenzte Laufzeit hat. Dann muss ich diesen Umstand kennen. Wenn ich nur kurzfristig mehrere Tage das Ganze bespielen möchte, kann man es vielleicht ein bisschen stärker vernachlässigen. Ja, und im Moment ist in der Tat genug Musik drin, wie man so schön sagt. Schauen wir mal, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Christian Kücker, vielen Dank für das Gespräch. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen. NTV, der Nachrichtensender.